die Folien dazu teilen gleich. Super, danke Paul. Ja, also herzlich willkommen hier zu unserer Lunchparty auf dem Pillepalooza. Ich hoffe, auch die deutschen Gäste unter uns sind in Partystimmung. Ich bin es hoffentlich optisch ein wenig. Man sieht es, glaube ich, nicht, aber ich habe ein grünes Glitzerkleid an und ja, möchte euch herzlich willkommen heißen zu der heutigen Session. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, diese Session wird organisiert von Paul Vierkant. Er ist Outreach Manager bei DataSite. Und von mir, ich bin Antonia Schrader, wissenschaftliche Referentin im Helmholtz Open Science Office der Helmholtz-Gemeinschaft. Und wir beide stehen stellvertretend für das gesamte Team vom DFG geförderten Projekt Orchid.de. Paul, du darfst gerne die zweite, nächste Folie zeigen. Sieht Wunderbar, man mich? danke. Ja, jetzt. Genau, das Orchid.de-Projekt befindet sich bereits in seiner zweiten Förderphase, die ja im Januar 2020 begonnen hat. Und hier widmen wir uns eben der Förderung von Orchid. Dazu haben wir ja gerade im Vortrag von Britta Dreier, die übrigens auch Teammitglied von Orchid.de ist, in ihrer Funktion an der TEB. Und darüber hinaus möchten wir aber natürlich auch die Diskussion zu PIDs im Allgemeinen in Deutschland begleiten. Also sei es Organization Identifier oder PIDs, die es vielleicht in der Breite noch gar nicht gibt. Ja, und damit es auch wirklich festlich wird, würde ich sagen, mit der nächsten Folie starten wir einmal anzustoßen. Meine Kinder leider getrunken. Oh nein. Genau, also ich hoffe, die Musik hört man auch, einer meiner Lieblingssongs. If You Like Pina Colada oder Escape Song, ja eigentlich genannt. Und ja, ich hoffe, ihr habt die Rezepte zu unseren Smoothies gefunden. Die sind im Programm zu finden. Also ich habe hier natürlich den Orquito in der Hand, aber es gibt auch noch einen blaubeerbasierten Blue and Doi Kuhn Smoothie sowie den Raw at the Beach, der mit Erdbeeren ja, kredenzt wird. Und ja, dann Cheers eben auf das Geleistete, das Aktuelle und natürlich auf die Zukunft von PID-Systemen in Deutschland. Und bevor Paul genau das in seinem Vortrag darauf gleich noch eingehen wird, möchte ich noch kurz was erzählen zu der Methode. Wir haben ja diese Session genannt Future Search Ansatz. Und der Future Search Ansatz oder auch Zukunftskonferenzmethode wurde 1970 bis 1980 von dem US-Amerikaner Marvin Weisbord entwickelt. Es ist ein strukturiertes Verfahren, um in größeren Gruppen Ziele zu entwickeln, gemeinsame Werte zu decken und eine gemeinsame Vision für die zukünftigen Entwicklungen der eigenen Organisation zu erarbeiten. Und diese Methode besteht aus 5 Phasen, die auf der nächsten Folie gezeigt werden. Und die ich hier auch kurz erläutern möchte. Ja, Phase 1 blickt in die Vergangenheit. Hier soll sich die Frage gestellt werden, wo kommen wir eigentlich her als Organisation, als Gemeinschaft? Phase 2 beschäftigt sich mit der Gegenwart. Also welche Entwicklungen, welchen Herausforderungen stehen wir gerade gegenüber, aber auch worauf sind wir stolz und was bedauern wir? In Phase 3 geht es darum, eine wünschenswerte Zukunft zu schaffen. Also wir wollen ja herausfinden gemeinsam, was wollen wir erreichen. In Phase 4 gilt es, einen Konsens zu finden. Ja, die Leitfrage ist hier, worin stimmen wir überein? Und in Phase 5 geht es um die Planung des Ganzen. Ja, wie kommen wir unseren Zielen, die wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, näher? Und diese Methode wird meistens zur Entwicklung einer Unternehmensstrategie oder Governance angewandt. Und da kommen üblicherweise das ganze Unternehmen, also meistens mittelständige bis große Unternehmen, für 2, 3 Tage zusammen und laufen in mehreren Tagen
diese ja, Phasen durch. Aber manchmal wird es auch sozusagen zweckentfremdet. Ich habe zum Beispiel von einem Beispiel gelesen, ein Use Case von IKEA, die auch gerne diese Methode anwenden, um neue Produkte zu entwickeln. Also für euren neuen Biberschrank, ja, oder was auch immer. Genau, und dieser Future Search Ansatz war eben die Inspiration für die heutige Session. Wir können leider nur stark vereinfacht diese Methode durchspielen, natürlich aufgrund der geringen Zeit. Bevor wir zu dem wichtigsten, wie ich finde, der Zukunft übergehen, darf ich nun Paul bitten, etwas zur Vergangenheit und zum aktuellen von PID-Systemen in Deutschland zu berichten. Ja, genau. Und Dankeschön, Antonia, für die Einführung und das Zeigen des leckeren Smoothies. Wie gesagt, meiner wurde durch meine Kinder schon hergestellt, aber auch gleichzeitig gekillt. Um bei PIDs zu wissen, wohin wir gehen, ist es wichtig zu wissen, woher wir kommen. Das aber jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, weil Antonia und mir es sehr wichtig ist, dass wir dieses Forum hier, das PIDapalooza uns bietet, auch nutzen können, um mit euch darüber zu diskutieren, was wirklich der Fokus in Zukunft sein sollte. Zur Vergangenheit von PIDs in Deutschland kann man wirklich eine Menge erzählen. Ich habe jetzt hier auf diese Folie lediglich ein paar also wenige Metadaten gebracht, und das ist auch nur eine Auswahl und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll nur zeigen, was es für PIDs jeweils gibt. Britta hat ja auch in ihrer Einführung bereits erläutert, welche großen Systeme, würde ich sie mal nennen, es gibt mit DUIs, ORCID-IDs und der RAW-ID. Ich habe derer noch ein paar hinzugefügt. Man kann sehen, dass sowohl für Werke, also wir reden hier nicht nur über Forschungsdaten und Texte, sondern alle anderen Dinge, die ebenfalls einen PID bekommen können, sowas wie ja, Bohrkerne, die eine IGSN haben, die auch DOIs bekommen können, zum Beispiel, oder andere analoge Objekte. Und dass es ja schon Millionen an PIDs dafür gibt. So in Deutschland werden DOIs, Handles, URNs und auch ARCs vergeben. Die Zahlen zu Handle und ARC konnte ich nicht genau recherchieren. Vielleicht können kann René und Julien später noch was dazu sagen, ob sie wissen, was da der Stand in Deutschland ist. Bei PIDs für Autorinnen, da habe ich sowohl die ORCID-ID als auch die GND-ID als eine der Haupt-PIDs in Deutschland zumindest für Autorinnen und Autoren angeführt. Dort danke, Martin sagt 4.800 RAW-IDs für Deutschland. Bei den Autorinnen-IDs ist es so, dass ich von Anfang an auch mit dem Projekt ORCID.de war, das 2016 gestartet ist und derzeit 10 Millionen weltweit registrierte ORCID-IDs hat. In Deutschland haben wir ebenfalls ein sehr gutes und stetiges Wachstum, das mittlerweile also es ist damals bei knapp 34.000 ORCID-IDs in 2016 gestartet, und wir sind jetzt gut über 200.000 drüber in 4 Jahren, und wird sich immer weiterentwickeln zu einem der wichtigsten Standards zur Autorenidentifikation in Deutschland. Nicht zuletzt, weil es eben dieses Projekt gibt, ORCID.de, das Einrichtungen in Deutschland bei der Umsetzung oder Implementierung von ORCID unterstützt, sodass die jeweilige ORCID in die dortigen Systeme implementiert wird und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu animiert werden und ermuntert werden und auch denen die Vorteile erläutert werden, was überhaupt eine ORCID-ID ist und was sie ihnen bringt. Das wird gemeinsam zusammen mit der Deutschen Nationalbibliothek gemacht, die ebenfalls Projektpartnerin im Projekt ORCID.de ist und dort die ORCID-ID mit der GND verknüpft. Den letzten Stand, den ich recherchieren konnte, war es, dass es für die gemeinsame Normdatei dort für die Personendatensätze 5,4 Millionen derzeit oder im Juni 2020 gab. Auch sozusagen hier der Fokus darauf, dass das Projekt diese beiden Identifier miteinander verknüpft, anstatt dort einen Wettbewerb herzustellen. ISNI und Wikidata seien beide auch noch als sozusagen die beiden nächstgrößeren oder auch relevanten Player in dem Feld genannt.
Wir haben in einer Umfrage, die wir kürzlich durchgeführt haben, noch viel mehr aufgeführt, viel mehr Identifier, aber die aufzuzählen würde jetzt den Rahmen der Session sprengen. Da möchte ich noch zu BIDs zur Organisation kommen. Raw-IDs, wie gesagt, da gibt es 100.000 insgesamt in dem Research Organization Registry, das bis Ende letzten Jahres technisch zumindest immer wieder in Synchronisation war mit dem Grid Registry von Digital Science. Beide haben sich in diesem, also sozusagen Anfang diesen Jahres technisch getrennt und wir sind gespannt, wie es dort auch weitergeht. Hier sei auch nochmal als Identifikator für Organisationen ebenfalls die GND genannt, für die Körperschaften, derer es 1,5 Millionen Datensätze im Juni 2020 gibt, als einen proprietären Identifier von der Firma Ringgold. Möchte ich gerne noch die Ringgold-ID anführen, die ebenfalls 500.000 Datensätze hat und bis 2017, im August, nee, November 2017 auch von ORCID noch unterstützt wurde. Seitdem wird bei ORCID auf Grid bzw. in Zukunft höchstwahrscheinlich auch auf RAW gesetzt. Das ist sozusagen der Überblick über die drei großen Player im Rahmen der Wissenschaft, die es in Deutschland gibt. Und natürlich hat auch Antonia angemerkt, dass es noch PIDs für viele andere Dinge gibt, wie eben analoge Objekte, aber auch solche Wissenschaftsalltagsdinge wie Konferenzen. Da gibt es ein interessantes Projekt, Confident, an der TIB, wenn ich richtig liege. Und ja, das ist was das Vergangene und Aktuelle angeht. Jetzt ist es an uns zu diskutieren, wie die Zukunft aussehen könnte. Antonia und ich hatten im Vorhinein schon eine Umfrage auf Trisider auf Twitter gestellt und da kamen ein paar Sachen rein, Vorschläge für die für Ziele oder ja, Ziele, die PIDs haben könnten. Antonia, vielleicht würdest du sie erläutern, beziehungsweise möchte ich jeden der hier Anwesenden einladen, gerne auf die Bühne zu kommen, beziehungsweise sich im Chat kundzutun, wenn der oder die das tun möchte. Genau, ja, vielen Dank, Paul. Also was wir jetzt gerade sozusagen, wenn wir nochmal zurück zu der Methodenfolie denken, im Schnelldurchlauf gemacht haben, sind Phase 1 und 2. Wir haben also in die Vergangenheit beziehungsweise auch das Aktuelle geblickt hinsichtlich der PID-Systeme in Deutschland. Und nun geht es eben um die wünschenswerte Zukunft. Was wollen wir erreichen? Und wie Paul gerade richtig gesagt haben wir daher im Vorfeld aufgerufen, zu folgender Frage sich zu äußern. Was sind wichtige Ziele für Persistent Identifier in Deutschland? Ich habe den Link zur Trisider auch gerade nochmal in den Chat gepostet. Und hier kann man auch abstimmen, also welche Ziele ja als besonders wichtig empfunden werden. Und die drei Ziele, die die meisten Stimmen erhalten haben, haben wir hier einmal herausgezogen. Das ist einmal PIDs für alle Identitäten des Wissenschaftssystems, wie zum Beispiel Konferenzen und deren gegenseitige Verknüpfung. Dann der Punkt Offenheit. Ich denke, wir können hier gleich nochmal diskutieren, was damit genau gemeint ist. Oder auch hierarchische PIDs für Organisationen und ihre Einheiten. Ja, und liebes Publikum, jetzt seid ihr eigentlich an der Reihe, wie Paul gesagt hat. Stimmt ihr diesen Zielen zu oder habt ihr eine ganz gegenläufige Meinung? Da wären wir sehr gespannt drauf. Und solange sich keiner traut oder noch kurz Bedenkzeit braucht, würde ich vielleicht den Ball einfach mal an Paul, an dich übergeben. Und ja, was hältst du von den Zielen? Kannst du sie nachvollziehen? Sind das welche, die dir auch eingefallen wären auf den ersten Blick? Ja, danke, Antonia. Ich höre dich gerade nicht mehr. Jetzt. Kannst du mich jetzt hören? Ja. Gut, super. Danke, Antonia. Ich möchte gerne mal auf die verschiedenen Punkte eingehen und möchte mich auch nochmal bedanken dafür, dass diese Vorschläge gebracht wurden, die manche wirklich basalen oder fundamentalen Fragen
zu PIDs aufwerfen. Mir hat am besten der kürzeste gefallen, das Thema Offenheit, weil das Thema Offenheit in vielerlei Hinsicht mitgedacht werden muss. Das hat mir auf verschiedenen Vorträgen jetzt schon beim Pitapalooza, dass Offenheit bei den Infrastrukturen gefordert werden sollte. Das heißt, dass wir nicht nur über sozusagen technische Offenheit reden, sondern dass Offenheit auch im Sinne des, wie wird ein Open Science Service auch nachhaltig offen finanziert. Das Problem besteht bei PIDs, die vielleicht proprietär geleitet werden, dass dort die Gefahr besteht, dass die PIDs gar nicht nur so lange bestehen, wie die jeweilige Firma das auch als lukrativ ansieht. Und das ist für mich ein Problem. Das Zweite, was ich da einführen möchte, ist auch bei früheren Konferenzen, gerade im deutschen Raum, nochmal aufgekommen, wenn wir zum Beispiel über Bibliometrie reden, den Punkt der Offenheit dort ebenfalls einzuführen, dass wir zwar seit Jahren oder vielleicht sogar schon Jahrzehnten für Open Access und Open Science kämpfen, aber was die Bibliometrie und die Evaluation von Forschung angeht, die Offenheit gar nicht gegeben ist. Das heißt, wir haben zwar tolle PIDs und damit ermöglichen wir, also und auch offene PID-Systeme, so wie DOIs, ORCID-IDs und RAW-IDs, aber und ermöglichen dadurch überhaupt das Erfassen von Wissenschaft, so wie wir es mit dem von Britta genannten Discovery Service Dataside Commons haben. Das ermöglichen wir alles, aber trotzdem wird zum Beispiel bei Services wie dem Open Access Monitor immer noch auf Web of Science oder Scopus zurückgegriffen, weil da noch nicht das Vertrauen in die offenen oder in die PIDs der offenen Systeme da zu sein scheint. Das wäre für mich auch ein Punkt, den ich gerne hier in die Runde werfen würde, weil ich das als wirklich einen Kritikpunkt ansehe, dass wenn wir uns in Zukunft weiter nur an proprietären Systemen messen lassen oder an denen, die von Verlagen bereitgestellt werden, dann ist der Weg, den wir gegangen sind, nur die Hälfte des Weges. Und somit die Offenheit, die eventuell hier durch die vorschlagende Person gefordert wurde, gar nicht gegeben. Ja, absolut. Also ein wichtiger Punkt. Mich würde auch interessieren, was unsere Teilnehmer denken, in welche Richtung auch dieser Kommentar vielleicht ging, ob es hinsichtlich technisch oder auch eher organisatorische Aspekte war. Ich würde hier in diesem Zusammenhang gerne noch einen weiteren Punkt aufmachen. Wir hatten nämlich auch einen kritischen Kommentar im Tri-Sider, was auch gut zum Thema Offenheit passt. Und zwar hat derjenige geschrieben, die Grenzen der Offenheit erkennen und persönliche Daten vernünftig schützen und dies nicht als Open Data unkontrolliert weiterverbreiten, wie es die ORCID-Leute tun. Das ist natürlich, man hat schon ein kritischer Kommentar, passt aber hier vielleicht gut zu. Ich weiß nicht, Paul, ob du das noch sagen möchtest, wie du darüber denkst, sonst kann ich das auch gern tun. Gerne. Also in dem konkreten Kontext hattest du ja auch richtigerweise schon geantwortet, dass keine sozusagen persönlichen Daten in dem Sinne bei ORCID publik gemacht werden. Es sind bereits veröffentlichte Daten zur Publikation oder zu den Personen selbst, die jeweilige Person selbst in der Hand hat. Ja? Also die ganzen Rechte liegen jeweils immer bei der Person und können auch immer wieder zurückgezogen werden. Von daher greift dieser Vorwurf zu kurz. Das von im Rahmen des Projekts ORCID.de erstellte datenschutzrechtliche Gutachten, was vor einigen Jahren publiziert wurde, geht auch dezidiert auf die ganze datenschutzrechtliche Thematik ein und hat attestiert, dass es keine großen Bedenken hinsichtlich, also sozusagen datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Ich möchte trotzdem nochmal auf die Offenheit eingehen, weil sozusagen, ob da auch Intelligent Openness genannt wird, das heißt, inwieweit man sozusagen die offen, also so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig, das ist bei allen Dingen, die wir über PIDs und den dazugehörigen Daten und Publikationen machen oder diskutieren, das ist immer mitzudenken, weil es ist natürlich, es gibt Bereiche, Forschungsbereiche, in denen, wie in der Medizin oder auch in der Biodiversität, wo es wichtig ist, dort die Daten in einem gewissen Maße so zu geschlossen zu halten, dass sie nicht Probleme kreieren, sei es für Mensch oder Tier oder Umwelt.
Und von daher ist ist es ein guter Anstoß, so einen Beitrag zu liefern. Und denke ich, muss bei jeder Konstruktion von PIDs hinsichtlich Offenheit immer mitgedacht werden. Es ist ja auch ein guter Punkt und führt uns vielleicht auch zu dem Ziel, was am höchsten auch gewotet wurde, und zwar PIDs für alle Entitäten des Wissenschaftssystems. Die Frage ist, ob wir wirklich für ganz verschiedene Objekte, Daten PIDs brauchen. Als ich als erstes mal diese Idee gelesen habe, stellte sich für mich die Frage, wie denn entschieden wird, welche Art von wissenschaftlichen Daten denn ein PID braucht, also sozusagen den Zweck dahinter, beziehungsweise müsste das kuratiert werden. Also ich finde, das macht natürlich ein sehr breites Thema auf. In einer optimalen Welt finde ich es aber also ein sehr gutes Ziel, wenn ich mir vorstelle, dass wirklich alle PIDs ja miteinander interoperieren können, dass die Schnittstellen da sind. Aber in der Welt, in der wir leben, sehe ich zum Beispiel dort sehr große organisatorische und finanzielle Hürden auch. Ah, ich Genau. sehe, wir haben einen Kommentator zu diesem Thema. Ja, Daniel Beuke von der SUB Göttingen. Daniel, you're back on stage. Super. Hast mich eingeladen. Tut mir leid, beim Umschalten eben, beim Reinkommen habe ich Antonia nicht ganz zu Ende verstanden. Es ging ja um die PIDs für alle Sachen. Ich meine, am Ende haben wir das in unserem System ja ohnehin schon. Also wir haben ja Identifier, die uns jede Konferenz zugefahren. Natürlich total toll, wenn das ein PID am Ende ist, natürlich. Aber es geht ja jetzt auch bei zum Beispiel bei dem ROAR-Thema um die Organisation. Ich hatte da mit Paul auch schon mal gesprochen, ob wir das jetzt nicht auch nutzen wollen. Wir haben ORCID jetzt zum Beispiel in eins unserer Systeme eingeführt. Funktioniert bedingt gut. Muss man halt auch immer schauen, was bringt es einem am Ende und wo sind Probleme. Also das holpert dann schon noch, finde ich, teilweise. Aber bei ROAR wäre für uns als Einrichtung zum Beispiel sehr wichtig, dass es granularer nach unten geht. Und ich meine, wir hatten auch verschiedene Rohrveranstaltungen schon, da haben wir das auch immer wieder angesprochen. Klar, man fängt erstmal mit der einen Organisationsobereinheit an, aber am Ende bringt uns das im speziellen Fall, an das ich jetzt gerade denke, noch nicht so viel. Da brauchen wir eigentlich eher granularer nach unten, weil das ist das, was die Leute dann zuordnen wollen, ne? Also da muss man halt auch immer schauen. Aber wer verarbeitet das dann und so? Und ich glaube, bei Rohr ist das Thema ja auch schon mit dabei dann, ne? Oder? Ja, das stimmt, Daniel. Gut, dass du diesen Punkt aufbringst. Bei RAW wird derzeit daran gearbeitet. Es gibt zwei Forschungsprojekte, über die sozusagen das RAW Förderung eingeworben hat über die nächsten 2 Jahre. Das eine der Projekte wird sich um die Kuration, die du gerade genannt hast, kümmern und in diesem Zuge auch sich um die Erstellung eines Metadatenschemas kümmern, dass eben das auch abbilden kann. Ich kann nicht versprechen, dass damit eine hohe Granularität gegeben ist, weil das ist auch ein ganz kniffliger Punkt, an dem sich dann die verschiedenen PID-Systeme auch teilen. Also wenn man sich Ringgold anguckt, das mag vielleicht schon granular sein, aber einerseits die Verbreitung bzw. die nachhaltige Kuration ist da auch nicht gegeben, weil wie soll das in Zukunft geregelt werden? Dieser Frage, ja, wer sich um die Kuration dieser ganzen Einträge von Instituten oder Fachbereichen dann kümmern soll, ob es die Einrichtung selbst ist, ob es ein International Editorial Board sein soll oder ob es frei sein soll, editierbar sein soll durch jeden und jede, diesen Fragen wird sich eine Working Group innerhalb von RAW annehmen und da dann hoffentlich auch Patente, Vorschläge machen, wie es in Zukunft weitergehen soll. Aber das wird kurz- bis mittelfristig auch geklärt werden und dann eben auch über Implementation, wie es auch bei OJS und ich denke mal, oder hoffe, dass es zum Beispiel auch in der SUB Göttingen so gemacht wird. Es gibt ein RAW oder es gibt derzeit schon RAW-Plugin, dass das dann auch nachgenutzt werden kann an den jeweiligen Einrichtungen, sodass eben alle PIDs für Organisationen, Personen, also ORCID-ID dann und DOIs oder andere PIDs zusammengreifen können, sodass das gut funktioniert. Wenn ich vielleicht noch einen anderen Punkt nennen darf, also das geht so ein bisschen in PIDs für alle Entitäten, finde ich auch total spannend und toll. Man muss aber auch immer bedenken, wie es mit den Kosten ist. Also ich sehe das bei uns in der Einrichtung. Wir sind jetzt schon seit Anfang an, glaube ich, Mitglied in dem ORCID-Konsortium dann, was gut und richtig ist.
Wir sind jetzt auch seit kurzem Crossref-Mitglied geworden und wir sind bei DataSite in Göttingen ja auch aktiv und vergeben selber und weiß gar nicht genau. Es ist jetzt halt einfach auch im Land, wir sparen jetzt überall, wo es nur geht. Und wenn ich dann sage, wir müssten aber noch Mitglied für Organisationsidentifier sein und die Veranstaltung, dass das alles irgendwo Geld kostet, ist schon klar. Aber da muss man halt auch immer schauen, ob das nicht vielleicht bei dem, wo wir jetzt schon Mitglied sind, ob man da noch was mitmachen kann oder sowas halt. Weil am Ende muss man halt schauen, wie das auch die Einrichtungen natürlich tragen können. Und das wäre es von mir. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und damit sprichst du das an, was Josh Brown und Christopher Brown gestern in der Session nach uns oder in unserer Session auch angesprochen haben, sozusagen ein PID-Konsortium für UK zu bilden, um eben das, was du angesprochen hast, diese Flut quasi an PIDs für was auch immer im Wissenschaftssystem dem Herr zu werden. Weil es ist die Frage, das ist ja auch der Ansatz bei RAW, nicht eine neue Organisation zu gründen, sondern das als Community-basierte und getriebene Initiative zu betreiben und nicht für jeden PID eine neue Organisation mit einem neuen Geschäftsmodell zu erfinden, sondern das... Und das haben Josh Brown und Christopher Brown, was auch vielleicht strittig gesehen oder kritisch gesehen werden kann, sozusagen eine Überorganisation, die sich um die Vermittlung zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen des jeweiligen Landes und den PID an Service Providern anbietet. Aber das ist etwas, was wir für uns hier klären müssen. Ich stehe der Sache zumindest technisch gesehen kritisch gegenüber, weil wir dasselbe Problem in Deutschland bei dem Konsortium zunächst hatten, um zu schauen, wie weit ist denn überhaupt der technische Support der jeweiligen Einrichtung zu ORCID leistbar oder bis fast zu einem Level. Das heißt, wir haben das föderale System in Deutschland, wie wir gerade auch in Pandemiezeiten gut erkennen können, und dort ist das die Landschaft der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen so heterogen, dass es aus meiner Sicht keine Organisation leisten kann, nachhaltig dort einen technischen Support auf hohem Niveau, geschweige denn die Implementierung dort vor Ort zu leisten. Das ist ziemlich schwer. Auf die Frage, die ich gestern Josh Brown auch gestellt habe, wusste er erstmal keine Antwort. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil du hast recht, Daniel, wenn wir uns weitere PIDs in Zukunft wünschen, muss das auch geklärt sein. Ich gucke nochmal, was für Fragen hier sind. Astrid hatte noch was gefragt. Was nutzen PIDs für alle Entitäten, wenn ganz unterschiedliche genutzt werden? Publikationen haben DOIs, aber auch Handles. Wenn ich nach diesen anderen Systemen suche, finde ich da nur DOIs. So kann ich zum Beispiel nur Metriken über 50% der Publikationen meines Repositories erstellen. Wie kriegt man ein Mapping hin? Da ist es so, dass das stimmt. Also dass das Mapping auf jeden Fall durchgeführt werden sollte. Wir versuchen zumindest bei DataSite mit DataSite Commons zum Beispiel so viele PIDs wie möglich über Matching auch reinzubekommen. Das heißt, wenn wir Workarounds über Wikidata machen können, um dort an andere PIDs ranzukommen, dann ist es das Ziel, ja, so viele wie möglich PIDs mit reinzubekommen. Aber es ist schon ein richtiger Punkt, den Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die Paul gerade nicht hört. Oder Paul, ich glaube, wir hören dich gerade nicht richtig. Du da ansprichst, eventuell, ich weiß nicht, ob Martin, dass wir uns, also Systeme, dass das auch... Bin ich? Paul, deine Verbindung scheint nicht so gut zu sein. Oder du wurdest von den Pedapalooza-Host abgecuttet, weil, glaube ich, unsere Zeit ausgelaufen ist für unsere Session. Vielleicht könntest du eine Folie weitermachen, damit wir noch ganz kurz zeigen, was wir von ORCID.de noch alles planen. Also wirklich nur ganz kurz, ich kann das schon mal sagen. Es wird einen 5. ORCID.de-Workshop vermutlich am 2. Juni dieses Jahres geben. Der wird sich eher mit Implementierungen auseinandersetzen, und wir wollen auch ein Online-Seminar für Hochschul- und Universitätsverlage
organisieren. Und natürlich sind wir sonst auch auf verschiedenen Veranstaltungen zu finden und gerne immer wieder auf unsere Website gehen, orchid-de.org. Da finden sich Best Practices, alle Infos, aktualisierte Infos zum Orchid Deutschland Konsortium. Und damit, glaube ich, können wir uns bedanken für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr noch kurz Zeit, in die Küche zu gehen und einen der vielen Smoothies, den Orchito oder Raw at the Beach nachzumachen. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderbares Pedapalooza. Kannst du noch was sagen, Paul? Nee, no. Kann man mich jetzt wieder hören? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, super. Danke, Antonia. Meine Hühner haben irgendwie wieder TikTok gemacht und die Leitung blockiert. Ja, vielen Dank, Antonia, und auch vielen Dank auch, Daniel, für deine Beiträge. Ich würde jetzt gerne überleiten zu der zum nächsten Vortrag. Das Gleich komme ich in die Situation, dass ich Pedapalooza-Moderatorin werden muss. Vielleicht könnte einer oder andere im Haus einspringen.